Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und ich denke mal, ihr könnt es schon hören und ihr könnt es auch schon sehen, denn wer die letzte Ausfahrt im Sommer geguckt hat, der weiß, wir sind hier wieder an der Esso-Tankstelle. Das heißt, es gibt wieder eine Ausfahrt von den Simson-Freunden Börde und das ist heute die erste Ausfahrt in diesem Jahr, für mich zumindest und für die Simson-Freunden Börde. Und ich würde sagen, wir fahren gleich mal gemeinsam hin. Alter, da sind ja noch mehr da als im Sommer gefühlt. Chris! Oh, geil. Grüß dich, wie geht's Moin. Dir? Ah, gut, und dir? Ja, auch. So, Freunde, ihr seht ja den guten alten Hallo. Markus. Ich hab Monique. Monique ist übrigens auch dabei. Hallo. Und ihr seht, ich habe jetzt den Helm abgenommen. Und jetzt sind schon so viele Leute da. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Ihr habt das Gefühl, es sind sogar mehr als vorher. Wir werden auf jeden Fall jetzt mal einen kleinen Rundgang machen. Hier, der gute alte Hausmeister. Grüße. Na, wie geht's? Schönen guten Tag. Es ist ein sehr, sehr sonniges Wetter. Ein sehr, sehr sonniges Wetter. Digga. Bruder. Guckt euch diese Karre an. Bruder. Oh, der sieht auch geil aus. Hauptsache die Felgen. Findest du das Moped da? Sieht auch sexy, Mann. Also das ist schon. Da fahr ich mit, Junge. Schon ein gutes Moped oder so. Da passen drei Leute drauf und die macht trotzdem mehr 80. Das ist auch richtig. Die hat richtig PS, Alter. Hat richtig Bums, Junge. Krasses Ding einfach. Alter. Ronny! Moin! Kennst du mich? Nee. Simson-Mark? Nee. Jetzt bin ich aber enttäuscht von dir. Also das ist schon traurig, hast sag ich mal. Hast du einen YouTube-Channel? Ja. Okay, dann gucken wir mal. Fast 7000 Abos. Christian? Ja. Kennst du Simson-Mark? Ja. Na klar kennt er mich. Kenn ich nicht. So, genau. Guck mal, da oben abonnieren, sehr so. Gut. So, wenn der Rest von uns das auch nicht macht, dann gibt's Ärger. Und? So, jetzt wollen wir mal bei dir auf dem Handy gucken, ob du uns abonniert hast. Ja, klar hab ich euch. Gerrit ist ja echt riesig. Bitteschön. Dankeschön. Da macht er gleich nach. Ist echt. Könnt ihr ganz bequem ans Moped kleben. Wo auch immer ihr wollt, gar kein Problem. Dürft ihr aber nur machen, wenn ihr abonniert habt. Ansonsten explodiert dieser Aufkleber yeah. Irgendwann wahllos und dann ist euer Moped schrott. Ja, grüß euch. Also, eins vorweg. Und über richtigen Dachschaden, so wie wir. Ja, es ist verdammt geil, dass ihr alle hier seid. Lasst uns die Saison heute richtig eröffnen. Also, setzt euch auf den Moped, dann fahren wir los. Gut, Kick. So, Freunde, ihr seht schon, ihr fahrt jetzt schon alle los. Wir fahren natürlich gleich mit hinterher. So, Freunde, los geht's. Und wie immer fangen wir zuerst mit den technischen Daten an, gefühlt. Veranstaltet wird dieser Ausfahrt natürlich von den Simson-Freunden Börde. Wie viele Teilnehmer es sind, kann ich bisher nur schätzen. Ich glaube, es sind genauso viele wie bei der großen Sommerausfahrt, also ca. 250. Ich werde es auf jeden Fall nochmal unten für euch einblenden, was die richtige Zahl ist. Ansonsten ist es super geiles Wetter. Wir werden ca. 65 Kilometer fahren. Meine Sim ist voll getankt, das heißt, kann nichts passieren. Also Hobby natürlich, toi toi toi. Und wir haben natürlich wie immer eine Warnweste an, damit wir auch links fahren können, um alle mal zu filmen. Und wie ihr schon sehen konntet, die Zweitaktbrigade ist auch dabei und Ronny auch. Ich habe mit denen gerade schon ein bisschen gespäßelt. Da habe mich auf jeden Fall gefreut, die beiden mal kennenzulernen. Oh, da hinten ist schon Stau oder was? Eieiei. Weiter geht's. Oder auch nicht. Jo, was ist denn das jetzt hier? Stop-and-Go-Verkehr. Und ich mit Sozius hinten drauf. Keine Ahnung, was da hinten los ist. Oh, scheint, als wäre da jemand hingefallen. Verdammt.
Scheiße. Der Arme, Alter. Gute Besserung. Jetzt ist die ganze Truppe auch auseinander. Da hinten stehen sie alle. Ha! Meine geile Hupe, ey. Auf diesen Moment habe ich schon immer gewartet. Eieiei, das fängt ja gut an hier. Ist natürlich jetzt richtig mies gelaufen mit dem Typ, der da verunfallt ist. Ich hoffe ehrlich, ihm geht's gut. Vor allem, Leute, es ist ja gerade Sonntag. 13, 14 Uhr oder so, wartet. Ich kann ja sogar nachgucken. 13.50 Uhr. Und ich bin eigentlich noch total fertig von gestern. Weil gestern Abend war Abi-Party. Und ich war bis um 4 wach. Ja, also natürlich Zeitumstellung mitgerechnet. Hat mir natürlich noch eine Stunde Schlaf gefehlt. Ich habe, glaube ich, heute nur 4 Stunden geschlafen circa. Also, ja, bin nur ein bisschen fertig, sage ich mal. Bin heute Morgen so aufgewacht. Wecker hat geklingelt. Ich dachte mir so, nee, Digga. Aber Freunde, für euch tue ich das natürlich gerne. Für euch stehe ich gerne auf. Für euch nehme ich gerne diese Ausfahrt auf. Und nein, Leute, ich habe keinen Alkohol mehr im Blut. Auch wenn man es meistens denken könnte. Bin gefühlt jedem Motorblock. Aber ich habe gestern wirklich nicht viel getrunken. Also, ich bin schon ausgenüchtert. Keine Sorge. Sonst würde ich hier auch nicht teilnehmen. Ich trage hier auch eine riesen Verantwortung. Ihr habt da erst da vorne gesehen, hat jemand einen Unfall gebaut. Sowas ist immer absolut beschissen. Auf gut Deutsch gesagt. Naja, Leute. Dann wollen wir mal gucken, was uns diese Ausfahrt hier zu bieten hat. Falls ihr die Simson-Freunde Börde noch nicht kennt, ich verlinke euch mal ihren Instagram-Account hier unten. Schaut auf jeden Fall gerne mal vorbei, lasst mal ein Like und ein Follow da. Die starten super geile Aktion. Ja, das sieht man ja sogar daran, dass sogar Chris und Gerrit von der Zweitaktbrigade hergekommen sind mit dem Hänger. Nur um hier dran teilzunehmen. Das muss ja schon was heißen, oder Freunde? Das war übrigens der Mittellandkanal, Freunde. Beziehungsweise, ihr seht ihn ja immer noch. Let's go, Digga. Er fährt gleich weiter zur Bundeswehr. Also ich muss ehrlich sagen, Freunde, das sind so viele Mopeds. Und dadurch, dass sie sich jetzt mit dem komischen Anfang so krass gestockt haben, beziehungsweise verteilt haben, nicht gestockt, ist die Schlange natürlich riesig. Also man kann den Anfang, ich habe den Anfang noch nie gesehen. Bin ich euch ganz ehrlich, Freunde. Ey, geile Simme! Geile Simme! Geile Simme! Geile Karre! Scheiß drauf, Digga! Moin! Ey! Geile Karre! Baustelle! Sieht aber gut aus! So, Freunde, jetzt machen wir gleich mal Pause. Am guten alten Elbepark. Pause ist zu Ende, jetzt geht's weiter. Diesmal werde ich weiter vorne fahren, auf jeden Fall. Moin! Ist gut geworden! Danke! Willst du wen grüßen? Was? Willst du wen grüßen? Ich selber! Okay! Ja! Hallo, ich bin Monika, grüß mich auch selber! Hallo, das schneide ich nicht rein. Thank you.
Fuck. Ey, bitte nicht auf mein Knie, ich bin auf mein Knie gefallen. Wie bist du doch nicht auf mein Knie? Nein, du bist nicht schön. Geht's dir gut? Ja, mein Knie ist so süß. Tut mir leid. Es ist nicht deine Schuld. Monique, alles gut? Ja, Leute, 3 Tage später. Ich sitze jetzt hier im Schnitt und ihr wollt jetzt sicherlich wissen, was da jetzt überhaupt passiert ist, warum es passiert ist. Vielleicht erstmal vorab für die Leute, die mich nicht regelmäßig gucken, die mich nicht persönlich kennen. Es sah wahrscheinlich für den Großteil von euch aus, als würde ich versuchen, ein Wheelie zu machen. Tatsächlich habe ich noch nie ein Wheelie gemacht und ich kann es auch absolut nicht, weshalb es auch komplett unlogisch ist zu behaupten, dass ich dann ein Wheelie machen wollte. Außerdem saß meine Freundin hinten auf meinem Moped drauf, wodurch dann natürlich das ganze Gewicht sowieso nach hinten verlagert wurde. Werde ich auch einfach nicht mehr machen jetzt. Man kann anscheinend nicht mit meinem Moped Sozius fahren, da mein Moped sonst vorne hochgeht. Das ist auch genau das, was hier passiert ist. Und zwar gucken wir uns das ganze Video jetzt mal in Zeitlupe an. Hier sehen wir, ich gebe im ersten Gang sehr viel Gas, die Karre geht hoch. Ich verliere die Kontrolle, weil ich das natürlich nicht wollte. Dann kommt sie runter, geht ein zweites Mal wieder hoch, wie man auf diesem Bild hier auch sehr gut erkennen kann. Dann habe ich natürlich komplett die Kontrolle verloren, weil die Karre dann so geschlackert hat. Das sind noch Bruchteile von Sekunden. Und dann geht es rechts auf die Seite. Ich fange mich mit meinen Armen ab. Ja. Das ist sozusagen das, was da jetzt passiert ist. Und ich würde sagen, jetzt switchen wir mal runter in die Werkstatt und ich zeige euch, was bei Moped kaputt gegangen ist und was bei meiner Freundin und mir kaputt gegangen ist. Ja, ich zeige euch jetzt mal, was kaputt gegangen ist. Hier auf jeden Fall, hier ist eine dicke, fette Schramme drin. Dann hier beim Tacho auf jeden Fall. Hier beim Blinker, aber das geht noch, das ist noch nicht schlimm. Ist halt ein bisschen überall ein bisschen Lack abgeplatzt. Ja, das Größte ist auf jeden Fall hier der Tank. Der hat eine richtig, richtig dicke Beule. Das heißt, da wird wohl ein neuer Tank nötig sein. Das muss ich erstmal lackieren. Das wird wahrscheinlich nochmal 3 Wochen mindestens dauern, bis ich das auch fertig habe und bis ich wieder Moped fahren kann. Ach, das ist richtig, richtig ärgerlich. Ja, den Kotflügel hat es komplett zerrissen. Der ist völlig verbogen und verschrammt. Der wird wohl auch ein neuer nötig sein. Aber ansonsten kann ich vom Glück sprechen, dass nicht mehr passiert ist. Ja, Freunde, das war's erstmal so an Sachen, was mit meinem Moped passiert ist. Die Hose hier kann ich jetzt auch nur noch als Räuberhose verwenden. Und auch bei der Jacke sind Macken drin jetzt. Und bei mir jetzt seht ihr ja hier eine dicke Schürfwunde. Hier eine etwas kleinere, aber ein großer blauer Fleck hier. Und hier auch noch eine richtig dicke Prellung. Und auch bei meiner Freundin, da ist auch noch eine kleine Schürfwunde am Bein und ansonsten halt ein paar Prellungen. Aber ansonsten geht es uns relativ gut. Man kann vom Glück reden, dass auf jeden Fall nicht mehr passiert ist. Und ansonsten, Freunde, würde ich sagen, war es das mit dem Video. Schade, dass es jetzt so schnell geendet ist, beziehungsweise so unbefriedigend. Ansonsten, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir trotzdem gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt doch gerne einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wahrscheinlich dann auf einem anderen Moped. Vielleicht auf dem meiner Freundin. Und dann bis dahin, Leute. Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern auf meinem Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Ciao.